Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Cassie und wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich sehr gerne im DM einkaufen gehe und da auch so ein paar Favoriten habe, die ich einfach immer wieder kaufe. Meine Holy Grails. Und ich dachte mir, ich mache heute mal ein Video, in dem ich euch meine 25 liebsten DM-Produkte zeige. Bin super gespannt, ob ihr da auch schon Erfahrungen mit den Produkten habt. Falls ja, dann schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Bin mal super gespannt, ob wir die gleiche Meinung haben oder ob ihr sagt, hey, ich finde das Produkt voll doof. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Fangen wir mit dem Produkt an, nachdem ihr mich fast unter jedem Video fragt, und zwar meine Mascara. Denn ich glaube, meine Wimpern sind so das, auf was ich am meisten Wert lege in meinem Gesicht. Und was ich dann nutze, sind immer zwei Mascara, eigentlich immer so abwechselnd. Die Get Big Lashes Volume Curl Mascara. Die ist halt super, super günstig und die hat so einen richtig großen Bürstenkopf. Und ich finde, damit bekommt man mega, mega viel Volumen hin. Und dann eine Mascara, die ich schon seit Jahren benutze. Die Lash Sensational Volume Wimpernfächer Mascara. Die hat im Gegensatz zu der anderen so eine Gummibürste, auch viel kleiner als jetzt bei der anderen Mascara. Und ich finde, damit bekommt man halt die Wimpern so perfekt getrennt und man kann das auch voll aufbauen. Das heißt, wenn ihr halt so dünne Wimpern mögt, dann ist es cool damit, aber wenn ihr davon ein paar Schichten mehr auftragt, dann bekommt ihr auf jeden Fall so diesen Spider-Lash-Look. Als nächstes zwei Produkte für die Haare. Ich habe da jetzt halt für den Winter vor einer Weile mal dieses Shampoo gekauft und ich fand es einfach vom optischen her so schön, dass ich mir das gekauft habe. Aber ich habe es mir jetzt schon ein paar Mal nachgekauft, weil ich finde, dass die Haare damit so ultra weich werden. Also ich muss danach eigentlich fast keinen Conditioner mehr benutzen und das finde ich halt mega cool. Gerade wenn ich morgens spät dran bin und noch ganz, ganz schnell duschen muss, dann benutze ich das hier, weil ich weiß, damit sind die Haare auf jeden Fall super geschmeidig und lassen sich perfekt durchkämmen danach. Und dann habe ich vor kurzem von L'Oreal ein Shampoo zugeschickt bekommen. Das benutze ich jetzt noch nicht so lange, aber ich kann euch ja schon sagen, dass ich es so geil finde. Und zwar ist es das hier... Sorry... Und zwar ist es das hier von Colorista, das Silver Shampoo. Und wenn ihr das benutzt, also wenn das rauskommt, das ist wirklich so ultra, ultra lila. Und ich finde, damit werden meine Haare auf jeden Fall so ein bisschen aschiger oder ein bisschen heller. Dann werde ich auch super häufig nach meinen Zähnen gefragt, weil die anscheinend immer so schön weiß aussehen im Video. Ich hoffe jetzt natürlich auch, bevor ich hier euch zeige, was für eine Zahnpasta ich benutze. Aber die verwende ich immer abwechselnd mit der Arunal und Arms Elmex, genau, immer abwechselnd, wenn ich gerade Bock habe, aber da benutze ich schon so, so, so lange diese hier und ich bin eigentlich sehr fest davon überzeugt, dass ich wegen der so weiße Zähne habe. Dann habe ich hier noch was für die Zähne und zwar diese Mundspülung hier von Lycerine, aber ich finde das echt so geil, weil wenn ihr das nach dem Zähneputzen benutzt oder einfach wenn ihr nachmittags was gesnackt habt und keinen Bock habt Zähne zu putzen, dann nehmt einfach davon einen Schluck. Das brennt euch gefühlt zwar alles weg, aber dafür fühlt sich danach auch sehr sauber an, also probiert das gerne mal aus. Wenn ihr meine Videos schon eine Weile lang schaut, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich eigentlich immer, fast immer, 90% der Zeit rote Nägel habe, weil ich das einfach an mir am schönsten finde und ich da auch ungern davon abweiche. Ich habe da schon echt super viele Rottöne durch, aber seit einer langen Zeit benutze ich das hier von P2. Ich finde, der trocknet super schnell und ist einfach für mich so das perfekte Rot. Nicht zu pink, nicht zu orange und deshalb... Ich liebe ihn. Wenn ich den Nagellack aufgetragen habe, dann benutze ich immer noch so einen Gel-Top-Coat, damit es halt richtig schön versiegelt ist und auch so lange wie möglich richtig cool glänzt. Und zwar diesen Top-Coat hier. Aber damit hält auf jeden Fall mein Nagellack viel, viel länger und es macht halt so ein richtig, richtig schönes glossiges Finish. Beim nächsten Produkt bin ich auf eure Reaktionen und Kommentare gespannt, denn ich habe das in meinem Video gezeigt, Produkte, die ich hasse. Und dann haben alle zu mir gesagt, Cassie, du machst das falsch, deswegen funktioniert es nicht. Und dann habe ich auf euren Rat gehört und auf einmal liebe ich das Produkt und benutze es jeden Tag, es ist fast leer. Die Rede ist von diesem Spray hier von Essence. Wie der Name schon sagt, hatte ich mir das als Setting Spray für nach dem Make-up auftragen gekauft. Habe das aber benutzt, gehasst, weil es einfach so nass war, mein Make-up verlaufen ist. Und dann habe ich das Video gepostet und super viele von euch haben gesagt, guck mal hinten drauf, man kann das auch als Primer benutzen. Dann habe ich natürlich auf euch gehört und das direkt mal ausprobiert am nächsten Tag. Und damit ist mein Gesicht echt den ganzen Tag matt und mein Make-up hält viel länger. Und so wurde aus meinem Hassprodukt ein echtes Lieblingsprodukt für mich. Und das finde ich ja das Coole an den Videos, wenn man sich so austauschen kann und ihr sagt mir, was ihr cool findet, ich sage, was ich cool finde oder nicht. Und dann findet man vielleicht Sachen raus, die man vorher gar nicht so richtig gewusst hat. Dann gibt es einen weiteren Primer, den ich echt, echt geil finde. Und zwar diesen hier für NYX. Zieht super schnell ein und er ist auch ohne Öle und dadurch bleibt mein Gesicht auch super lange matt.
Dann habe ich einen echten Geheimtipp, denn ich war vor kurzem mit meiner Freundin Tami im DM einkaufen und da hat sie mir eine Marke gezeigt, die anscheinend sehr teure Parfums nachmachen und das für super wenig Geld. Das ist das Larif Touch of Woman. Und wenn ihr auf richtig süße Gerüche steht, dann ist das auf jeden Fall das Richtige für euch. Das bleibt auch super lang drauf, weil das ein Eau de Parfum ist. Ich weiß gar nicht mehr, von was das genau die Nachmache war. Ich kann es euch mal irgendwie unten in die Kommentare oder in die Infobox schreiben. Ich frage Tami einfach, die weiß es auf jeden Fall. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer Lippenstift trage. Für die Videos gerne mal was Knalligeres, aber so für den Alltag mag ich eigentlich super gerne Nude-Töne. Und da gibt es von Essence diesen Lip... Habe ich Nagellack gesagt? Ich meine Lippenstift. Oh mein Gott, es ist schon zu spät, Leute. Auf jeden Fall meine ich Lippenstift. Also, ich trage sehr gerne im Alltag nude-farbene Lippenstifte. Und da gibt es von Essence diesen Lippenstift hier. Und den habe ich gerade extra drauf gemacht für euch, damit ihr seht, wie der aussieht. Also, falls ihr nach einer Farbe für jeden Tag sucht, dann könnte das hier was für euch sein. Was ich auch jeden Tag einfach benutze und das schon, ich weiß nicht wie lange, ist das Puder hier von Catrice. Einige von euch wissen ja, dass ich momentan immer noch Probleme mit meiner Haut habe, besonders mit meiner Stirn. Und deshalb benutze ich das eigentlich jeden Tag, um mich einfach abzumattieren oder um meinen Concealer zu setzen. Und das hält mir auch eigentlich relativ lange dafür, dass ich das jeden Tag so exzessiv benutze. Was ich auch jeden Morgen benutze, ist mein Beauty Blender von Evelyn. Ich finde die einfach wirklich mega gut, die sind saugünstig. Aber ich habe jetzt auf der Glow einen anderen Beauty Blender bekommen, von dem ich noch viel begeisterter bin, aber ich wusste nicht, ob es den im DM gibt. Ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Und zwar rede ich hier von dem Diamant hier. Der ist von Real Techniques aus der Brush Crush Serie. Ich weiß, dass die Pinsel gerade von denen mit den Glitzerstielen überall im DM gibt, aber ich weiß nicht, ob sie den auch haben. Klärt mich gerne in den Kommentaren auf, ob man den da kaufen kann. Aber der ist einfach der Hammer. Also falls ihr den irgendwo seht, dann kauft den, der ist richtig gut. Um meinen Beauty Blender dann wieder sauber zu bekommen, benutze ich den Pinselreiniger hier von Evelyn. Der riecht echt super angenehm und ich finde, damit geht die Beauty Blender auch super schnell sauber. Und damit reinige ich natürlich auch meine Pinsel, unter anderem diesen hier. Der ist auch von Evelyn. Ich weiß nicht, wie er heißt, weil hier keine Nummer drauf ist, aber das ist dieser ganz normale Blenderpinsel. Und ich liebe den einfach, weil ich damit voll gerne zum Beispiel in meinen Bronzer reingehe und dann einfach noch zwei, drei Mal hier so über meine Lidfalte drüber. Und dann sieht es direkt so aus, als hätte ich mir voll Mühe gegeben. Aber eigentlich waren es nur so zwei, drei Schwinge. Das nächste Produkt benutze ich eigentlich im Winter jeden Tag. Und zwar ist es Handdesinfektionsmittel. Ich finde das einfach für mich persönlich super wichtig, weil ich dann echt das Gefühl habe, meine Hände sind sauber und ich werde vielleicht nicht so schnell krank. Hoffentlich. Oder was ich auch super finde, ist das hier von Balea, weil das halt einfach nochmal cute aussieht und ich mir das so immer in meinen Rucksack für die Uni hinhänge. Und das riecht halt auch mega, mega gut nach fruchtigem Himbeerduft. Kommen wir zum nervigen Part von Make-up und zwar ist abends wieder runterzumachen. Ich hasse das einfach, aber nichtsdestotrotz muss es gemacht werden. Und seit längerer Zeit benutze ich da schon das Garnier Micellenwasser. Ich habe jetzt hier die Waterproof-Version davon. Ich finde eigentlich alle Micellenwasser von denen echt super gut. Aber das hier reinigt halt nochmal so ein bisschen intensiver oder schneller. Auch mit Micellen sind diese Reinigungstücher hier von Nivea. Die benutze ich super gerne, wenn ich halt unterwegs bin und mal nicht das Micellenwasser mitnehmen will in der Flasche, weil das ist viel praktischer. Die sind super schön feucht, bekommen das Make-up sehr schnell runter und sie haben diesen Flamingo drauf. So, noch vier Produkte, Leute, der Final Countdown. Und als nächstes zeige ich euch dieses Lippenprodukt hier von Blistex. Das ist einfach so ein kleiner Tiegel, wo ein Lippenbalsam drin ist. Der riecht richtig frisch nach Kräutern oder so. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Geschmack wirklich ist. Ein anderes Lippenpflegeprodukt, was ich jeden Morgen drauf mache, bevor ich mich anfange zu schminken, ist dieser Labello hier von Terra Naturi. Und ich finde, der riecht einfach mega gut, der pflegt voll nice und ja, ist ein Labello. Dann habe ich für euch das absolut beste Trockenshampoo, was es meiner Meinung nach für meine Haare auf jeden Fall gibt. Und zwar das hier von Gotcha Bee. Das ist jetzt die Travel Size davon, finde ich einfach mega praktisch. Ich liebe den Geruch, ich finde, es zieht unglaublich schnell ein und ihr wisst, wie Trockenshampoo funktioniert, ich brauche euch das nicht erklären. Aber das finde ich einfach mega, mega gut. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches ihr da benutzt, weil ich würde auch gerne mal ein anderes testen. Und zum Schluss etwas für den ganzen Körper. Und zwar diese Bodylotion hier von Tracking Moon. Das ist die Wild Cherry Magic. Sie ist rosa, sie hat ein Einhorn vorne drauf und sie riecht einfach unglaublich gut nach irgendwas Süßem. Ich bin so gut im Gerüche beschreiben. Ich weiß, Leute. Auf jeden Fall steht die so hier auf meiner Kommode und immer wenn ich aus der Dusche komme,
pumpe mich da ein paar Mal drauf, creme mich damit komplett ein und bin sehr, sehr zufrieden damit. Ja, Leute, das waren doch tatsächlich meine 25 liebsten DM-Produkte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, belohnt es super gerne mit einem Daumen nach oben. Das würde meinem Kanal sehr, sehr viel weiterhelfen. Und schreibt mir bitte unbedingt mal in die Kommentare, welche Produkte ihr davon auch kennt, ob ihr sie genauso mögt wie ich oder ob ihr sie total scheiße findet oder was einfach eure Meinung dazu ist. Lasst auch super gerne ein Abo da, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, Leute!